Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Enfragta. Und ich bin mir Divided Impera und den Rest spare ich mir. Ihr wisst Bescheid. Wir haben uns jetzt hier oft genug gesehen. Ich muss da nicht jeden, Mann. Ist lang Divided Impera. Achso, ich wurde gefragt, ob ich nicht Rom 2 Vanilla mal ein bisschen spielen will, damit man das noch ein bisschen sieht. Dann denke ich mir, nee. Das ist, das meine ich auch gar nicht böse, aber das ist wie oft, das ist wie wenn man bei Civilization 4 die Base Mod gespielt hat. Bei Medieval 2 Total War Stainless Steel gespielt hat. Bei Hearts of Iron 3 die Black Ice gespielt hat. Ja, nur mal als Beispiele. Wenn man die großen Overhaul Mods gespielt hat, dann kann man zu Vanilla nicht zurück, weil man kriegt dann Plug. Ich hatte ja Rom 2 in der Vanilla gezeigt gehabt während der freien Steam-Wochenenden und so, damit man da mal reingucken konnte. Das langt mir aber persönlich. Ich finde hier diese Overhaul-Mod so gut und das macht das Spiel so rund und flüssig und besser, dass ich das echt nicht brauche. Also jetzt nochmal die Vanilla. Ja, ich habe ein Nahrungsmittelproblem. Mir ist das auch schon aufgefallen. Spiel. Bring Public Order. Ja, es bringt aber auch massiv Unruhe. Und Unruhe kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich will erst diese Provinzen noch ein gutes Stück beruhigen im Sinne von kulturell noch stärker auf römische Seite bringen. Ready for battle. Advance. Gut, die dienen jetzt schon so lange unseren Reihen und sind jetzt wirklich auf eine Erfahrung wirklich ganz gut. Komm, dann behalte mal so. Ready for orders. Ja, ready for battle. Achso. At your command. Ready for orders. Ready for battle. At once. Journey completed. Ready. I want hourly patrols. I live to serve Rome. Ever. I shall see to the grain stores. How can I bring you the ledgers? I will go. Ready for I want hourly patrols. We hung. Call this a garrison. How can Na, so ist eine Miezekatze. Ach, das stimmt. Ich wollte ja einen von den Häfen umbauen, gell? Den da.
Ich denke ja, dass sich das Ganze ein bisschen entspannen wird mit der Nahrungsversorgung, wenn mal hier die beiden gallischen, ach Quatsch, gallischen, die beiden hispanischen Provinzen noch gefallen sind, beziehungsweise klar, langfristig natürlich auch diese gallischen, also die diesseitigen gallischen Provinzen noch in unserer Hand sind. Keine Ahnung, was die treiben. Das, machen sie mal einen Ausflug. Fahren sie mal spazieren. Ein Dutrix krieg noch einen Drehwurm, so viel wie die hier im Kreis marschiert ist. Ich freue mich ja schon auf die Landung in Britannien. Das wird zwar gefühlt noch 100 Wochen dauern, weil man weiß nicht, wenn wir alles stadtklaren und alle Truppen an ihrer Position sind, kann das sein, dass es dann relativ zügig. Ich muss ja den ganzen Kram, den ich schlucke, erstmal verdauen. Das ist in dem Spiel ja noch deutlich schwieriger als in den älteren Total War Titeln. Klar hat man da auch Unruhe und sowas, aber da fackelt man halt die Stadt mehrmals ab und wenn da nur noch 300 Leute leben, die wissen Bescheid. Schön ist das nicht, dass die ganzen Garnisonen und alles geschwächt werden. Ja, also das hilft immer. Bisschen Einnahmen bringt es auch. Ready for battle. On the move. Waiting for more orders. Nicht schlecht. Blätterstack. Commander. At once. Waiting for orders. Are you ready to serve Rome? Make haste, men. Any man who drops out is left behind. Commander. Everett, bring me the ledgers. I will look over them. Ever in service to Rome. Ready for all. Get to it, men. We hunger for battle. Commander. At once. Ready for... I want hourly patrols. Commander, advance. Ships to port, ready. How can I serve? Ah, hatte ich schon. Wie gesagt, da kommt man schnell mal durcheinander.
Bin ganz fasziniert. Bis die Ordnung war. Bin froh, wenn das nächste Ding da erforscht ist, weil das die Einheiten Unterhaltskosten deutlich sinken wird. Ready, willing, and able. How can I? Ich glaube, ich habe alle Gebäude mittlerweile schon 500 Mal durchgeguckt. Immer wieder auf der Suche nach etwas, was ich ausbauen kann, ohne dass ich meine Nahrung oder meine Unruhe quasi verschlechtere, beziehungsweise die Ordnung verschlechtere. Aber echt alles gefunden und ausgebaut, was die Situation nicht verschlechtern kann. Alles, was jetzt kommt, macht es quasi erstmal schlechter. Und das geht nur, wenn wir noch ein paar Provinzen erobern, die Nahrungsmittel produzieren. Na, wo sind die anderen? Ah, da. Ne, Moment. Mal gucken. In dem Schneetreiben gar nicht so leicht wiederzufinden. Ich denke, soweit. Oh shit, da ist ein Rundenwechsel machen wir noch. Und dann
setze meinen nächsten Cut. Damit mir nicht wieder die Festplatte vorläuft. Und ich glaube, dann ist dann, dann sind auch die beiden hispanischen Legionen, also die ernst zu nehmen, wir haben ja noch eine Halblegion, muss man so auszudrücken, zur Hand, soweit für ihren Angriff. Und ich meine, dass wir dann instant die Kriegserklärung von Massalia ins Haus flattern wird. Ah, okay. Ja, schwächt euch mal untereinander, das finde ich gut. Ach so, genau, jetzt haben wir nächste Runde, ja wahrscheinlich soweit sind. Es hat keinen großen Unterschied. Ready for orders. Commander. Ach stimmt, ich bin ja in der fremden Provinz. Da schaffen die ja doch, das eine Mal schaffen die noch so. Apropos, solange die da in Sizilien sind, was gibt es denn hier eigentlich für Einheiten jetzt, diese romanisierten? Da haben wir extra das Dings hier gebaut, dieses Hilfstruppending. Hm, das ist irgendwie alles nicht zu überzeugen. Ach guck mal, die haben aber auch jetzt Wawaus. Ich finde die so lustig, ich hole mir die glaube ich jetzt einmal in jede Abteilung rein. Wenn sie sich nicht bewähren, kann man sie immer noch wieder rausschmeißen. Den Spaß gönne ich mir. Vor allem fressen die Hunde mir das Brot nicht. So. Naja, nee, wie gesagt, ich habe alles soweit, was man bauen kann. Jetzt können wir das Geld, das wir haben, den Überschuss, da wir mit keine Gebäude ausbauen, ins Militär stecken. Ja, jetzt noch schnell. The Merger. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Germanische Föderation für mich tatsächlich die größte Herausforderung wird, wenn ich nach Norden mal vorstoße. Die zwei schlucke ich relativ zügig. Dann machen wir Massalia platt. Dann machen wir die keltische Konföderation platt und dann machen wir die Averna platt. Dann halten wir hier schon mal den Süden. Dann möchte ich nach Norden vorstoßen, durch Gallien hindurch, die gallischen Provinzen hier alle platt machen und nach Britannien rüber. Und dann stehe ich den Germanen gegenüber. Tja. Das wird auf jeden Fall spannend. Und das alles mit einer weit offenen Südflanke. Naja, werden wir schnell kriegen. Ich setze jetzt den nächsten Cut, dann sehen wir uns gleich wieder und dann stürmen wir gegen die Hispania. Macht's gut, bis bald. Tschüss.